Treffe ich den? Schon, oder? Ja. You finally arrived. Would you like some tea or maybe some pie? Was? Don't be shy now. Ja. Okay, ja, cool. Wer bist du? Oder ja, wir sind mal höflich. My name is known to all as Mudwillow. My passion is sight and all that it shows. Weaver of light and doctor of eyes. I hold the gift reserved for the wise. Warum brauchst du eine würdige Person oder warum lebst du hier unter der Erde? Du darfst in diesem Spiel auch Fragen stellen. Okay. Okay, ich darf auch. Das ist gut. So. Warum brauchst du eine würdige Person? Ja. Oder ja. With me lies the gift which everyone seeks. So far you've all been liars and sneaks. Sought out by foe and drunkards unfit. Not one of you has held nearly enough wit. They all bumble in, dreaming of crimes. Every day they show up. It's a waste of my time. But the strings of light you folded and bent prove you've got brains, to some extent. It seems you may just be clever enough, although I'd bet your brain is packed full of fluff. But listen up, painter, for this is your task. Prepare your brushes and hear what I ask. Itself in a constant state of falling, to you it seems that it's always stalling. A stony side where the star hides away, a watchful eye at the peak of midday. When day turns dark but a moment in time, when a star goes black, though everything's fine, the largest of eyes that stare back at you, a sight that aligns, that's the moment I choose. What? Wow. An eclipse you found, the darkness of day, but another piece you've lost on your way. Search the landscape and find me an eye. Give the sky vision, then you'll have your prize. An eclipse you found, the darkness of day, but another piece you've lost on your way. Search the landscape and find me an eye. Give the sky vision, then you'll have your prize. Ich verzichte auf den Preis, wenn du mir sagst, wo du bist oder wo ich es abgeben soll. An eclipse you found, the darkness of day, but another piece you've lost on your way. Search the landscape and find me an eye. Give the sky vision, then you'll have your prize. Okay, habe ich mir das aufgeschrieben? Okay, konstant im Zustand des Fallens, genau. Gefangen. Und ob unten oder ob aufgegangen. Steinerner Anblick, wenn der Stern sich versteckt. Also quasi Finsternis. Wachsendes Auge am Mittag entdeckt. Wenn der Tag sich verdunkelt, nur einen Moment. Wenn ein Stern erlischt und dann wieder brennt. Das größte Auge starrt dich an, wenn Blicke sich kreuzen, der Moment ist dann. Wow. Wow. Okay. Ah, cool, wie hier. Oh. Die hat ja selber Federn. Aber cool, wie hier lauter. Ihr könnt es nicht sehen, ne? Warte mal. Helligkeit. So kann man es besser erkennen, ja. Wie hier lauter Spiegel sind. So. Voll cool. Wusstet ihr, dass die alten Ägypter das gemacht haben? Also quasi in den alten Tempeln und so weiter haben die einfach von draußen einen Spiegel aufgestellt und dann so ein Spiegelnetz durch die ganze
ja, Anlage durchgeleuchtet quasi mit der Sonne und den Spiegeln. Voll cool. So. I don't get it. So. Dann Option wieder Video und wieder auf 60. So. Gut. Und da sind Planken. Yes. Hier unten lebt sie. Warte, das muss ich mir merken. Aber ich kann mich nicht selber ziehen. Ah doch, da. Okay, da bin ich. Ich bin gerade eh beim Rotforst. Da wollte ich ja auch hin. Oder da musste ich hin. In welche Richtung? Ach, hinter mir. Okay, alles klar. Gut. Uiuiui. Aber cool. Also so Rätsel sind auch nicht ganz so blöd. Die hätte den Tisch aber auch bisschen besser platzieren können. Also nicht das. Also wir sind ja jetzt mitten auf die Brote gefallen. Also das ist ja auch Kacke. Aber naja, ihr macht das nichts aus anscheinend. So, hier sind wir wieder auf dem Weg. Das ist gut. So, dabei bin ich mal gespannt auf die Trommler. Beziehungsweise ich kann ja jetzt nicht die Trommler abwarten, weil die trommeln ja immer in der Nacht. Und das sind noch mal Pilze. Und eine Angel brauche ich auch noch. Was ist das denn? Wow. Schön. Warte, meint sie das? Meint sie das gerade? Also im Anblick des Steins? Warte mal. Steinerner Anblick, wenn der Stern sich versteckt. Okay, vielleicht auch nicht. Wachendes Auge am Mittag entdeckt. Okay, das, ja. Weiß nicht, werden wir vielleicht noch ein bisschen verschieben. Da kommen wir dann wahrscheinlich drauf, wenn wir so ein Bubble-Floß haben. Aber das ist schön hier. Also, auch wenn das nicht das Rätsel ist, würde ich das dann irgendwann mal malen. Senkwaldfälle. Schön. Das will ich auch malen. Ich brauche mehr. Ich brauche definitiv mehr von den Planken und Leinwänden brauche ich auch sau viele. Aber von der Sarah weiß ich schon, dass es sehr rar ist, solche Dinger. Und ich finde, cool, ich gehe angeln. Kannst du die hier heute Nachmittag auf den Markt bringen? Bitte wirf sie dieses Mal nicht irgendwo ins Gebüsch. Ich werde nicht dafür bezahlen, wenn man dir eine Strafe aufbrummt. Oh, Dankeschön. Cool. Davon kann ich mir. Warte. Noch eine. Okay, jetzt haben wir zwei Leinwände schon. Das ist ja mal Luxus hier. Oh, und eine alte Wassermühle. Schön. Sehr, sehr schön. Da vorne ist auch ein Haus. Was meinst du damit, Sarah? Hi. We have to stop taking Finn's crops. It's not like I enjoyed either, but what choice do we have? Da muss We ich haven't ja made a hin. single sale in weeks. How is that even possible? It's just, oh, that poor, sweet man.
He blames the vermin as it is. We're not doing him any actual harm. We can't steal his crops forever. At some point, he's going to realize. That gullible old fool. He wouldn't believe we were stealing from him if we walked up and took the shoes right off his feet. I can't believe you, Kai. We need to figure out a better way. Oh. Hi. Oh, this is so unlike us. We never wanted to steal from Finn, you know. I would have done anything else if I could. I'm horrified by what we've done to such a sweet old man. Erzählt ihr das immer irgendwelchen Strangern, die vorbeikommen? So, ja, wir haben diesen alten Mann beklaut und so weiter. Ja, aber... Oh, I didn't realize anyone was there. What do you want? Also, stehlt ihr von Finn? Nein, okay, ja, ja, doch. Also, es sind keine Mäuse, sondern... Ja, okay. Ja. Gut. No one's buying herbs like they used to. You understand? Weiß nicht, ob ich das so... You'd best not tell anyone about this. It would kill Finn to hear anything bad about his neighbors, you hear? I don't mean to sound so sinister, you know, it's just... Times have been hard since Kaelin's father stopped supporting us. We thought we could make it on our own, but, truth is, no one seems to have much use for an apothecary. Not out in these parts, anyway. I don't right know where everyone's getting their goods. Maybe it's time we moved on from East Shade and found ourselves a place where we can make a proper living. Actually... There may be something you could help us with. One last try to make it here before we call it quits. Will you help us? Ich würde es tun. Also ich würde denen helfen, auch wenn die geklaut haben. Aber okay, ich tue es. Ja. You'll help us. Oh, this will mean so much to Kaelin. Ich kann euch etwas Schimmerstein leihen. Was soll ich machen? Have you met Annika? I'm willing to bet she'd help out. But Galen's always saying Annika has a generous soul. Even if she isn't all there upstairs. She lives in the southwest of the Great Shade. Und warum gerade sie? Warum fragst du nicht Finn? Wie viel brauchst du? Ich würde gerne fragen, warum er... Die erste Frage ist so doof. Aber warum? Also, klar, er will wahrscheinlich den Finn nicht fragen, weil er die ganze Zeit ihn beklaut, aber... Ja, klar. Aber an sich kann das dadurch wieder gut machen. Also quasi, er könnte jetzt sich was leihen und das halt dann irgendwie doppelt oder so zurückgeben, aber ich weiß nicht, ob der das macht. Okay, wie viel brauchst du? Just see if you can borrow 600 Glowstones. What? Hast du keine Angst, dass ich damit abhauen könnte? I'm not proud of it, you know. We've been down on our luck a while. Anyhow, if she needs convincing, just tell her it's anyone besides us asking. Go, give it your best. Oh, Fische. Also quasi soll ich für ihn jetzt, ich klaue dir mal Clanket, das brauchst du gerade nicht. Und die Kette brauchst du auch nicht, ne? Ja.
Also soll ich jetzt, wo ist die Frau da? Soll ich für ihn lügen? Und sagen quasi, ich brauche das Geld. Ja. We've really worked our way into a predicament. Even if we left Eastshade, who's to say it would turn out better for us elsewhere? Ja, ja, dann rede er nicht mit mir. So, dann werde ich mal probieren. Helf ihnen. Dann haben sie eine Chance, es wieder gut zu machen. Ja, ja, ich werde denen helfen. Nicht lügen. Ah, ich darf nichts sagen. Ja, ich hätte jetzt aber auch wirklich nicht gelogen. Don't pick. Ja, wer würde die auch pflücken? Also das ist ja unter aller Sau. So. Gut. So, hier sind... Nee, hier ist die Tür. Wir sind irgendwo da. Nee, wir sind hier. Wir sind da. Okay. Ich hätte es beinahe wieder gemacht. Aber Eier sind besser. So. Annika ist doch die Vogel-Lady. Lady. Da müssen wir ja eh nochmal hin. Wegen der Eule. Wo gehe ich gerade hin? Da muss ich hin, ne? Uiuiui. Immer diese Oldschool-Maps, wo man keinen Pin hat, wo man gerade ist. So. Ja doch, ich gehe ja gerade richtig, glaube ich. Annika, da ist sie. So. Ah, 600. Hat die so viel? Broke a pot this morning. And you know what? I don't even mind. Today's just my day. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Of course. It wouldn't be a bird identification issue by any chance. Nee, würdest du jemand ein paar Schimmersteine ein paar? Darn. I love a good bird ID. Well, tell me what you need in glowstones for. Ich helfe einen Freund. You need me to give you glowstones so you can help a friend. And tell me, what's the name of this friend? Ich wurde gebeten, das nicht zu verraten. Ja. Right, of course. And where on the island might I find this person? Die ist ja cool. ein bisschen nördlich, irgendwo da, ungefähr. Okay, in der Nähe des Rotforsts. I see. Unfortunately, I cannot help your friend. Aww. Warum? Financial troubles north of here. No doubt you've been spending time with Kai and Kaelin. Nein. Und wenn es so wäre, ich könnte jeden gemeint haben. Kaelin's a sweetheart, but that Kai... A weasel, if I ever heard of one. Was hat er getan? But you're new to Eastshade. Lots of people didn't like back when Kai was overcharging for potions. Ah. Not that it bothered me so much, but he sure upset a lot of other people. Und warum ist er dann ein Gauner? He steals from owls, of course. The most magnificent of all creatures. You see... Owls love rubbing their beaks against the soft part of the black thistle. It comforts them. And Kai simply waltzed into the great shade and snatched black thistle, an endangered plant, I'll have you know, and stuck it into some potion to sell. Kai is no friend to owls. Who would do something so terrible? Ich... Keine Ahnung. Upsi. vielleicht war es nur ein Missverständnis. Kannst du ihn nicht vielleicht vergeben? Und dann, wenn sie ihm vergibt, dann vielleicht auch mir. Hm. Oder ich pflanze die einfach wieder zurück. Oh, das war ja so klar. Vergeben? Hm. Was würdet ihr machen? Also ich glaube,
Also das Missverständnis ist safe nicht. Und einfach vergeben, glaube ich. Ich schenke mir noch mal kurz was ein. Leer. Ich schenke mir Nick noch mal ein. So, ja. Wir wollen vergeben. Once a snake, always a snake. I can't help you. And whatever you do, don't pick the black thistle. Mach ich doch nicht. Bye now. Damn it. What? You painted that owl? Can I buy it from you? Natürlich. This is great. Ooh, ooh. Is this too many glowstones? I wouldn't know. I've never bought a painting before. Na, 30 ist in Ordnung. You've got a real ear for birds. Let me know if you ever need anything. Freut mich, dass Bye ich dir... Now. Gut, hab damals das erste genommen. Ja, war wahrscheinlich das Richtige. Ooh, thanks for the painting. Zugang zu Nava. For a friend like you, of course. Yay, jetzt haben wir ja schon ein Empfehlungsschreiben. Ooh, ooh, thanks for the painting. Bye now. Gern geschehen. So, ja. Tja, jetzt ist die Frage, wie wir die 600 Dolores aufbringen können. Warte mal. Zweite Chance. Ich habe Kai und Ken gezeigt, warte, Annika hat sich geweigert, die Schimmersteine zu leihen. Die Leute weigern sich, in dem Laden einzukaufen, da Kai eine gefährdete Pflanzenart in den Tränken verwendet hat. Ah, okay, ich sollte ihn danach fragen. Mhm. Ja, finde ich auch. Bild. Vor allen Dingen, also so... Also diese Pflanzen zu pflücken ist ja echt unter all der Sau, also. Das ist ja, ey. Vor allem hier sind ja überall Schilder, die sagen so, ja, komm mal, tu das nicht. Wer hätte das gedacht? So, schön. Nochmal Eier klauen. Wieso gehe ich nicht einfach auf den Weg? Blup. Die waren irgendwo hier, ne? Da drüben waren die, ja. Puh, gut. Oh, so komplizierter bin ich noch nie zu denen gegangen. Naja. Ich auch nicht, ich bin noch nie zu denen gegangen. Ah, da vorne, okay. So.